möchte erwähnen, ich weiß auch überhaupt nicht, ich habe gar keine Peilung, wie das später aussehen wird, ob das gut wird, ob das nicht so gut wird. Falls es scheiße wird, reißen wir es definitiv ab und werden es neu bauen. Aber noch kann ich echt überhaupt gar keine Peilung euch sagen, wie ich denke, dass das geil wird oder nicht. Ich denke, eine richtige Peilung kann ich euch erst... Nein! Oh Mann. Leute, ich habe gerade kurz richtig komisch abgebrochen. Es tut mir leid. Mein Hund hat gerade gebellt und deswegen musste ich kurz mal ganz leise sein, weil das war echt übelst laut gerade eben. Nee, aber ich kann euch erst eine genaue Peilung sagen, wie ich denke, dass es später aussehen wird. Wenn wir diesen Teil hier komplett fertig haben und dann relativ wissen, was wir mit diesem Berg anstellen. Ich kann mir das richtig heftig vorstellen. Stellt euch bitte mal ganz kurz vor. Imagine, weckt eure Kreativität in euren Köpfen, Leute. Ihr lauft hier lang und hier kommen Wurzeln raus. Dieses abgegrenzte Stück hier ist Holz. Ich habe jetzt kein Holz dabei, aber hier circa wird Holz hochgehen. Und dieses abgegrenzte Stück, hier kommen Wurzeln raus. Die Wurzeln verlaufen sich in Schwarzeiche. Und dann wird hier so ein großer Baum draus. Hier könnt ihr mit einer Treppe hochgehen zu einem weiteren Abteil. Und von ihr aus, wenn ihr hier hochgegangen seid und da guckt, seht ihr dieses riesige Tor, was dort lang gehen wird. Dieses riesige, impulsante Tor und hier überall kleine Häuser. Und dann lauft ihr hier so lang. Hier sind weitere Felsen, wo Wurzeln rausstoßen. Ihr kommt immer höher, immer höher, immer ein Stück höher. Und irgendwann endet ihr hier, wo dort eine Brücke rübergehen wird, die zu einem Turm führt. Ihr seht hier überall City, da ist City. Wenn ihr hier hochguckt, überall Häuser oder fette Häuser, dann wird hier noch alles ein bisschen Steampunk-mäßig gestaltet. Alter, Leute, ich habe, oh mein Gott, mein Herz schlägt schon wieder nur fürs Bauen. Das Problem ist, wir haben einfach so viel Stuff noch nicht. Wir müssen noch so viele Farmen bauen und alles. Ich kann leider in diesem Projekt nicht durchgehend durchbauen. Das geht nicht. Das wäre für euch, denke ich, auch sehr, sehr langweilig. Selbst wenn es für euch sehr, sehr langweilig wäre, ich habe halt den Stuff einfach nicht und deswegen muss... Und ich muss wirklich einfach Pausen zwischendurch einlegen, wo wir neue Farmen bauen, wo wir dies machen, wo wir das machen, wo wir mit Villagern handeln. Einfach damit ich den Stuff wirklich weiterhin so bringen kann und auch immer mehr Stuff produziere. Was ja natürlich auch immer wichtig ist, ne? Und um das zu erwähnen, deswegen ist das hier, was wir jetzt auch gerade machen, so entscheidend. Weil ich bin ein Mensch, Leute, ich möchte bauen und ich arbeite mich von Schritt zu Schritt. Zum Beispiel baue ich jetzt erstmal den Hafen, danach baue ich Häuser, danach baue ich die Details für den kompletten Hafen. So, das wird auch nochmal eine Arbeit. Und das Ding ist, jetzt baue ich den Hafen und was dann erstmal ansteht, bevor ich automatische Farmen oder so bauen kann, wird das große Eingangstor und der erstmal ausgehobene Bereich für die automatischen Farmen. Heißt, das wird definitiv noch dazukommen und vorher will ich halt wirklich erstmal den Hafen relativ beenden, dass wir da einen guten Schritt zu hin machen können, wisst ihr, wie ich meine? Und wenn dieser Hafen nicht fertig ist, dann will ich auch nicht mit dem automatischen Farm anfangen. Weil es einfach absolut... Nee, das würde einfach nicht passen, Leute. Das passt nicht in meine Synchronik des Bauens. Oh, da ist ja noch ein Hufi. Ey, wo rennt der hin? Mann, Brudi, du musst mitkommen, ey. Komm mal her, er TP't sich doch. Ja, super. Hier ist... Das ist unser Hundi. Das ist nicht Wuffy, leider, weil wir haben ja schon Wuffy 2.0, weil der eine eventuell gestorben ist. Das ist ein anderer Wuffy. Der ist, glaube ich, irgendwann aufgetaucht und dann habe ich den einfach hier hingesetzt. Ich bin mir aber nicht komplett sicher. Ich muss echt sagen, ich bin auch froh, wenn wir, oder ich freue mich echt darauf, wenn wir halt wirklich so weit sind, dass wir nicht mehr für den Stuff wirklich farmen müssen und auch so relativ fast alle Farmen gebaut haben und ich wirklich nur noch bauen kann. Das wird so eine geile Zeit ab da an. Nur das, also das, Leute, da kann ich euch nicht versprechen, das wird noch ewig dauern. Weil ich habe euch ja gesagt, ich will relativ wenigstens, naja, jede Farm bauen, die man in Minecraft bauen kann in dem Projekt. Bedeutet, egal ob es von einer Wassertempel-Farm ist, also von dieser Guardian-Farm, egal, ob es bis hin zu einer Wither-Farm ist, Wither-Skeletten-Schädelfarm, also Wither-Schädelfarm, bis hin zu Enderman-Farm oder sonst was wir noch alles für Farm bauen können. Ich will wenigstens so relativ jede Farm, die auch natürlich ein bisschen bekannt ist, ich will jetzt keine neuen Farmer finden, Redstone-Schaltungen inklusive das und das, wo mein PC abstürzt, wenn ich die anmache, sondern halt einfach ganz normale, gewöhnliche Farmen, die ein bisschen automatisiert sind, das würde mir schon komplett reichen. Ich will auch unbedingt in der Overworld dann noch eine automatische Goldfarm bauen, im Prinzip hier irgendwo eine Goldfarm im Untergrund am besten bauen, wo wir Zombie-Pigments nochmal extra Gold farmen, weil wir haben ja schon eine im Nether und dann nochmal eine an der Oberwelt. Alter, Leute, wir werden reich an Gold sein, wir werden unendlich reich an Gold sein. Und ich muss auch sagen, momentan mir gefallen die Videos super gut, mir gefällt es einfach, mich unterhält es selber und so ein Punkt, wo ich wirklich sage, ich bin komplett momentan zufrieden mit der Situation, die ich
habe hier auf YouTube und generell, die ich habe auch mit diesem Aufnehmen und so, das hatte ich glaube ich noch nie in meiner gesamten Zeit, die ich jetzt hier schon Videos mache, bringe, was auch immer. Geil, was ich mache. Wisst ihr, ich habe auch einen Rhythmus mittlerweile. Ich kriege die Videos super schnell geschnitten. Es ist ja trotzdem super Schnitt, der leidet ja nicht drunter oder so. Ich kriege sie einfach schnell geschnitten, weil ich mittlerweile mehr Skills habe, würde ich behaupten, um halt zu wissen, wie ich es schneller mache. Und durch dieses schneller Schneiden habe ich dann auch mehr Zeit wieder für das Projekt, um zu bauen oder sonst was. Und Alter, diese Lags regen mich so auf. Ich hoffe... Nee, Mann, Alter, das ist echt Abfall. Nee, aber umso mehr Zeit habe ich dann auch wieder für das Projekt. Und die Zeit rentiert sich dann da, wieder und hin und her und tralala. Es ist einfach geil. Es ist einfach wirklich geil. Ich finde das top momentan. Und ich hoffe, das hört hoffentlich mit meinem Enthusiasmus, dem Glücksgefühl, wenn ich schneide. Ich hoffe, das hört nie auf, Alter. Ich hoffe, ich werde in einem Jahr mir nochmal diesen Clip hier angucken und mir denken, Bruder, es ist heute einfach immer noch so. Wisst ihr, wie ich meine? Ich denke auch, das wird cool. Und ich hoffe, ich werde im einen Jahr dieses Video angucken und mir denken, alter Bruder, endlich hast du nicht mehr diese Lags, die du hier ständig hast, wegen irgendwelchen Fehlerladen der Welt, Alter. Mann, das ist das Einzige, was mich noch aufregt. Das mich noch richtig ankotzt, wo ich keine Lösung für finde. Und alles drum und dran. Und ach, es ist einfach wild belastend, Alter. Es ist wirklich belastend. So, Leute, okay, ich habe jetzt hier den ersten Teil schon mal mit dem Boden verlegt. Es sieht alles ein bisschen komisch aus durch die ganzen Fackeln, die hier rumstehen. Und ich muss sagen, ich bin der Meinung, ich habe ein bisschen zu wenig von den Steinziegeln verwendet. Leider. Also das muss ich definitiv in der Verteilung besser machen. Dann jetzt gleich, wenn ich das weitermache. Aber sonst gefällt mir das hier echt alles sehr gut. Es ist halt ein bisschen ausgeleuchtet, ein bisschen sehr viel ausgeleuchtet. Hier haben wir ganze Abteile, wo wirklich nur diese Bricks sind. Und hier ist es halt sehr, sehr rar verteilt, muss ich sagen. Also da habe ich wirklich ein bisschen zu wenig geplaced. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon besser hin jetzt gleich, wenn wir weiter dieses Ding hier verlegen, man, diese Blöcke. So, ich fange jetzt erstmal mit dem kleineren Abteil an, dem hier, und werde dann später oder gleich das andere da drüben das Stück weitermachen. Ich muss sagen, es ist auch eine echte Arbeit, wirklich diese ganzen Blöcke hier zu setzen. Aber irgendwie feiere ich es auch, weil es halt am Ende übelst geil dafür dann aussieht, ne? Oh Mann, Leute, das ist hier richtig lame, einfach immer das gleiche hier wieder zu setzen. Aber naja, ist halt so, ne? Kann man nicht ändern. Trotzdem ist es einfach echt, wow, es ist echt sau langweilig. Aber das Endergebnis lässt mich dann immer richtig positiv denken oder positiver denken, wenn ich daran denke, wie geil das dafür dann später aussehen wird. Och, Leute. So, dann können wir hier auf jeden Fall noch einen großen Teil der Erde wegmachen, dass wir hier ordentliche Übergänge haben, in Anführungszeichen. Was auch wenigstens relativ gescheit aussieht. Wisst ihr, es muss jetzt kein Meisterwerk sein. Aber so ein bisschen hier wenigstens wieder ein paar Steine hinkloppen statt der Erde ist, denke ich, dafür echt, also wirklich richtig angebracht, du. Auch hier, ich finde das kacke, wenn das so... Wisst ihr, hier muss so eine Abgrenzung sein. Das kann nicht sein, Alter, dass das hier aussieht, als wäre es ein Übergang, der zu irgendeinem weiterführenden Abteil des Gebauten führt, obwohl es halt einfach gar nicht so ist. Und dann haben wir hier den nächsten Abteil für, ja, das Gebaute, das am Ende des Hafens. Ja, fertig. Freut mich doch, Mann. Hier müssen wir jetzt nochmal wenigstens ein bisschen ausleuchten, dass es nicht allzu dunkel wird und hier wirklich keine Mobs spawnen. Und ja, Leute, ich weiß, das sind eventuell meistens ein paar Philo-Fackeln, aber ich leuchte lieber richtig genau aus, anstatt ich irgendwo einen Zombie höre und dann ihn nicht finde und jahrelang nach diesem Kack-Zombie suche, der hier irgendwo unter der Erde sitzt. So, Leute, dann haben wir hier schon einen sehr großen Teil wieder fertig. Ich muss sagen, mir gefällt, wie gesagt, Alter, da kommt einfach ein Creeper hoch, ist ja cool. Mir gefällt die Verteilung noch nicht so richtig. Immer noch nicht so richtig. Von den Steinziegeln und dem Stein. Irgendwie, es ist einfach zu viel Stein hier drin und zu wenig Steinziegel. Keine Ahnung, warum ich das finde. Aber es sieht mir nicht nach Boden aus, sondern einfach nur nach Stein. Wisst ihr, wie ich meine? Und das darf nicht sein eigentlich. Es sieht nicht so aus, als hätte ich hier nur den Berg abgerissen und den Boden gelassen, sondern als hätte ich hier wirklich was dran gemacht, wisst ihr? Aber ich denke mal, durch die Fackeln, die hier jetzt sind und alles, sieht es dann auch nochmal alles ein bisschen anders aus vom Boden her. Ich meine, da haben wir eigentlich auch die relativ selbe Verteilung. Nur da sieht man es natürlich dann auch durch das Holz, ne? Also der Holz gibt ja dann nochmal einen Akzent dazu und so. Mal gucken, vielleicht wird es auch noch besser in der Zukunft, wenn wir das Holz dann haben und hier alles ein bisschen, naja, städtischer aussieht. So, Leute, zwischendurch können wir dann hier auch einmal runtergehen und dann wenigstens einmal jetzt, wenn ich dann mein Inventar ein bisschen sortiert habe, und dann wenigstens einmal kurz mal hier die ganzen Kühe vermehren und die Schafchen vermehren und bla 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 bla. Bla. Damit es hier auch vorangeht, muss ja auch vorangehen, ne? Ist ja keine Frage. Alter, wirklich, was hier an Weizen drauf geht. Ich bin jetzt schon beim zweiten Stack und ihr seht, die wollen immer noch ganz viel Liebe machen. Aber jetzt langsam wollen sie auch nicht mehr.
Jetzt langsam hat jeder was. Und Alter, kann es sein, dass Schafe übelst langsam Wolle wiederbekommen? Also die Wolle, die sie an sich haben, kann es sein, dass es übel lange dauert, bis sie die wieder erneuert haben? Das ist ja mal richtig krank. Die haben jetzt, die, das ist jetzt locker schon, na, lass mich nicht lügen, das letzte Mal ist locker schon 50, 60 Minuten her. Und die Dinger hier haben immer noch, ganz viele haben immer noch einfach keine Wolle. So, dann können wir gleichzeitig einmal zu den ganzen Schafen gehen, die noch Wolle haben und die einmal abernten. Weil, ihr wisst ja, die Wolle brauche ich einfach. Die Wolle ist übelst wichtig. So, Leute, dann haben wir uns hier drum auch wieder gekümmert. Und können wieder nach oben gehen. Leute, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie lange das Video geht, aber ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder morgen 17 Uhr. Dann bauen wir das hier auch definitiv zu Ende. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.